Hey Leute, ich begrüße euch hier auf etwas mehr Wasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es sich um das Review zur Mai Aqua 1900 von Arca. Ja, warum, weshalb, wieso, technische Daten etc. pp. Alle Infos dazu, was ich für Probleme hatte und welche nicht, kommen wir jetzt gleich zu. Also, auf geht's, bis gleich. Ja, Leute, die Mai Aqua 1900 von Arca Aquatics. Eine Anlage mit, ja, was soll ich sagen, mit Druck. Ja, aber wirklich. Diese Anlage ist erstaunlicherweise, ja, was soll ich sagen, erstaunlicherweise. Sie hält, was sie verspricht. Sagen wir es mal so. Es stehen 1900 Liter drauf und es kommen im Endeffekt auch tatsächlich 1900 Liter raus. So, das schon mal vorab als Eckpunkt. Ich hatte am Anfang eine Anlage gekriegt, die hat nicht ganz so hundertprozentig funktioniert, da war irgendwas nicht in Ordnung. Dann hatte ich ja die Problematik, blende ich euch auch mit ein, dass ich einen zu hohen Wasserdruck hatte. Wo ich dann auch mit Arca hin und her experimentiert habe, woran könnte es liegen. Und es lag tatsächlich an meinem zu hohen Eingangsdruck, weil die Anlage darf maximal 1 bis 4 bar, und ich habe hier einen Hausdruck von 4,0 bis 4,5 bar. Der schwankt so ein kleines bisschen je nach Jahreszeit, Tageszeit etc., je nachdem. Also habe ich mir einen Druckminderer davor gebaut, blende ich euch mal eben mit ein, und danach ging es tatsächlich konsequent bergauf, kann man nicht anders sagen. Also ich habe einiges an Osmoseanlagen und ja, Mischbett habe ich einmal benutzt, kann ich jetzt im Prinzip, das ist kein Vergleich. Nein, kann ich nicht vergleichen. Kann nicht mit Äpfel mit Nüsse vergleichen, das geht nicht. Also, Osmoseanlagen. Alles, was ich bisher hatte, waren Anlagen, die tatsächlich ohne Druck Erhöhungspumpe gearbeitet haben, die im Prinzip nur mit dem normalen Wassereingangsdruck gearbeitet haben und ein, sagen wir mal, weitaus schlechteres Abwasserverhältnis hatten, wie Anlagen mit Druckerhöhungspumpe. So, bei diesen Anlagen, egal ob das jetzt von Arca ist, egal welcher Hersteller auch immer, Osmotec etc. pp., wie sie alle heißen am Markt, ist es in der Regel so, dass sie je nach Wassertemperatur, Ausgangswasser, ein Abwasserverhältnis haben von 1,5 zu 1 bis 1 zu 1. So, jetzt habe ich es hier tatsächlich so, dass ich hier ein Abwasserverhältnis von ungefähr 1 zu 1 hinbekomme. Mein Ausgangswasser ist nicht das schlechteste, aber es hat auch viel damit zu tun, was wir für eine Jahreszeit haben. Was wird von den Wasserwerken hinzugegeben, wie zum Beispiel Silikat. Ja, ist ja sehr beliebt, wird zum Schutz der Rohrleitungen mit hinzugegeben, ist in der Regel im Winter etwas mehr drin wie im Sommer. Dann, wie hart ist mein Wasser? Darauf kommt es an. Und was ich auch festgestellt habe, die Wasserausgangstemperatur ist ein ganz großer Faktor, der meine Produktion reduzieren kann. Habe ich hier gehabt, der ist tatsächlich im Winter, wo es jetzt etwas kühler war, das Wasser natürlich in den Rohrleitungen auch. Ja, bitte. Komm, ich mache dir mal Platz. Komm, hier hoch. Nicht? Ja, du guckst dir an, weil ich dich schon wieder aufgebaut habe in deinem Reich, ich weiß. Ja, es ist tatsächlich so, wenn die Wasserausgangstemperatur etwas niedriger ist, dann hatte ich tatsächlich ein bisschen weniger Ausbeute. Habe ich so leider videotechnisch nicht dokumentiert, kann ich euch jetzt nur sagen. Also wenn es im Winter ein bisschen weniger rauskommt und ihr das auslittern solltet, werdet ihr feststellen, es könnte sein, dass... Wohnt ihr jetzt zum Beispiel in einem Hochhaus oder was auch immer, wo die Leitungen relativ warm, relativ lang sind und durch wärmere Bereiche laufen, kann es natürlich sein, dass ihr da überhaupt keinen Unterschied merkt. Ich hier in meinem Einfamilienhaus, direkter Anschluss von draußen rein und ist eigentlich der kürzeste Weg,
habe natürlich mit diesen entsprechend unterschiedlichen Wassertemperaturen schon ein kleines bisschen zu kämpfen gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, hey, warum geht die jetzt wieder mit der Leistung zurück? Ja, ging tatsächlich mit der Leistung zurück, weil das Wasser kälter war. Ja, da ziehen sich die Poren von der Membran etwas mehr zusammen und es kommt halt nicht so viel durch wie bei einer etwas höheren Wassertemperatur. Ja, das mal so als Info. Also, der Druck muss stimmen, die Wassertemperatur ist abhängig, Ausgangswasser ist wichtig. Das sind alles so Faktoren, die im Endeffekt in die Leistungsfähigkeit einer solchen Anlage in der Regel mit reinspielen. So, jetzt ist es so, dass ich hier bei diesen Anlagen mit Druckerhöhungspumpe relativ wenig Schwankung eigentlich geben sollte. Kommt aber. Also, ob die jetzt ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen weniger, das ist tatsächlich von diesen entsprechenden Faktoren, die ich eben genannt habe, abhängig. Fakt ist aber, dass die Anlage das bringt, was sie soll. Jetzt kennt ihr meinen Aufbau, den ich hier habe. Der ist ja so, dass ich im Endeffekt die Anlage unten im Keller habe. Und ich habe jetzt hier mal ein bisschen was aufgebaut. Ja super, jetzt hält das hier nicht. So. Ich produziere im Keller und fördere direkt hier hoch in meinen Technik, beziehungsweise in meinen Technikbereich, in mein Osmosebecken rein. Das ist natürlich jetzt ein Weg von hier nach, von unten nach hier oben, wo Druck aufgebaut werden muss. Das darf auch nicht zu lang sein, weil wenn der Weg des Schlauchs zu lang ist, dann kann es kommen, dazu kommen, dass die Anlage an ihren Abschaltpunkt kommt. Weil ab einem gewissen Druck, Gegendruck schaltet die Anlage sich ab. Also das müsst ihr beachten, wenn ihr sowas machen solltet, so wie ich das hier. Ja, ich habe im Prinzip meine Steuerung im Moment noch über einen normalen Smart-Stecker, werde sie demnächst aber ausweiten, indem ich hingehe und einen Minimal- und einen Maximal-Schwimmer einbaue und das Ganze per App steuern kann. Und der Minimal-Schwimmer gibt mir eine Push-Benachrichtigung im Endeffekt und mir sagt mir, pass auf, du hast jetzt nur noch unten so viel Wasser drin, also sprich, es kann noch nachgefüllt werden. Und dann kann ich manuell hingehen und sagen, jo, alles klar, ist zu wenig Osmosewasser drin oder ist fast zu wenig drin und schalte die Anlage ein. Dann lasse ich die Anlage produzieren und arbeiten und die fördert mir dann im Endeffekt das Becken voll. Und der zweite Schwimmer ist im Endeffekt dafür da, um den Smart-Schalter dann wieder zu deaktivieren. Also sprich, sobald ich den Maximalwasserstand erreicht habe, wird dieser Smart-Schalter aktiviert und sagt, geht runter und schalte mir meine komplette Anlage ab. Nimmt sie also vom Strom, ja, weil der Smart-Schalter dann unten im Keller hängen wird und im Prinzip die Stromversorgung, meine Magnetventile, ja, Zugangswasser nicht, das ist uninteressant, das kann man dauerhaft drauf lassen. Das ist auch eine Sache, die ich euch sagen wollte oder wo ich oft gefragt wurde, kann man denn den Wasserdruck drauf lassen? Ja, kann man. Die Anlagen sind dafür im Endeffekt ausgelegt. Wenn sie stromlos sind, schließen Ventile, Magnetventile und machen die Anlage dicht. Es passiert nichts. Der Wasserdruck kann, solange ihr natürlich die entsprechende Installation korrekt gemacht habt, kann der Wasserdruck ohne Probleme auf der Anlage draufbleiben. Kein Thema. Somit kann ich diese Anlage, wenn ich das möchte, auch gerne aus der Ferne steuern. Ja, kommen wir aber jetzt mal zu meinem kleinen Versuchsaufbau, den ich hier gemacht habe, um euch zu zeigen, was die Anlage tatsächlich bis hier hoch fördert. Und anschließend gehen wir nochmal kurz in den Keller, beziehungsweise mache ich eine Aufnahme unten im Keller, was die Anlage unten im Keller direkt hinter der Anlage fördert, damit ihr den Unterschied seht. Also sie fördert tatsächlich, kann ich euch jetzt schon im Vorfeld sagen, 1,35 Liter oder fast 1,4 Liter die Minute. Das sind hochgerechnet auf den Tag 1944 Liter, so um den Dreh ausgerechnet ungefähr. Also voll im Soll. Und was ihr hier oben hinbringt, das zeige ich euch dann dementsprechend jetzt. So, dazu muss ich erstmal jetzt hier meine Stoppuhr aktivieren. Die Schläuche, der Schlauch ist schon dementsprechend voll. Und sobald jetzt hier gleich Wasser rauskommt, drücke ich hier auf die Stoppuhr für eine Minute. Und nach einer Minute machen wir das Ganze aus. Es kommt auch kein Wasser nachgeschossen. Sobald ich unten alles zumache, sind die Magnetventile dementsprechend zu und es wird kein Wasser nachgeschossen. Also wir haben eine relativ genaue, wir haben eine genaue Abgabe hier in diesem hochpräzisen Messgerät an Wasser
was tatsächlich hier oben, also wie gesagt, geht darum, da in die Ecke, von dieser Ecke, da hinten in die Ecke, unten im Keller. Und da sitzt im Prinzip der Wasseranschluss auf der Kopfwand da. Da sitzt die Osmoseanlage. Also den Weg hier rum, da hoch, bis hier hinten hin, drückt die Anlage. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das hier vorbereitet, schalte ein und es läuft. So, und tatsächlich hat das bisher hier sehr, sehr gut funktioniert. Also ich muss mich auf gar keinen Fall mehr um, ja, im Endeffekt das Osmosewasser kümmern, hochschleppen oder unten umstellen, hochpumpen und. Das geht alles von alleine und ihr hört selber, ja, da baut sich so ein kleines bisschen Druck auf, also die muss so ein kleines bisschen pumpen unten die Anlage. Aber das ist kein Thema. Noch 20 Sekunden. Wir sind bei 600 Milliliter. Na, nicht weggehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins und aus. So, ihr seht selber, hier ist aus. Ja, ja, ist ja gut. Ich weiß, es ist aus. Und wir sind bei 900 Milliliter angekommen. So, jetzt machen wir mal kurz ein Hochrechnen hier. So, 0,9 mal eine Stunde hat 60 Minuten. 60 und das macht in der Stunde schon mal 54 Liter, die hier oben ankommen. Das ist schon mal etwas. Und jetzt rechnen wir das mal kurz auf den Tag hoch, wenn ich das hier oben direkt befüllen wollen würde. Mal 24 macht 1296 Liter, also roundabout 1300 Liter, die hier oben ankommen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist okay, das passt. Wie gesagt, die restlichen 700 Liter zeige ich euch jetzt gleich unten, weil das ist halt dem langen Schlauchsystem geschuldet. Sie bringt tatsächlich das, was sie soll. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz runter und machen unten weiter. Kurzer Schnitt. So, willkommen im Hexenkeller in der Hexenküche. Ja, hier unten läuft meine Wasseraufbereitung. Alles sehr unkonventionell, nicht professionell verlegt. Also braucht ihr auch gar nicht drauf achten. Das bringt nichts. Es bleibt so. Es ist Altbau. Baujahr 1927. Hier unten wird nichts anderes, ja, dran geändert. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier haben wir einmal die Anlage. Filterkartuschen sind drin, also sprich Feinfilter, Kohlefilter 1, Kohlefilter 2 und die Membran plus nachgeschaltete 5 Liter Harz. Einmal die 4 Liter Kartusche, die es in der Form auch von Arca gibt. Ist halt jetzt ein anderer Hersteller. Und da hinten habe ich dann nochmal eine klare Kartusche eingebaut, Marke Eigenbau. Mit Verfärberharz, also Indikatorharz. Ja, aber ja, das hier habe ich dann noch dementsprechend einmal hinter der Anlage und einmal vor der Anlage bzw. vor den Filtern und einmal nach den Filtern jeweils ein Magnetventil, was ich wo ich im Endeffekt hingehe und die Wasserzufuhr komplett schließe, die dann nach oben geht. Wir haben hier hinten in der Ecke sitzt, hier oben in der Ecke sitzt mein Smart-Schalter, der dann im Prinzip genau diese Steckdose hier oben, wo also sprich die Stromversorgung für die Anlage dran ist, die Stromversorgung für die beiden Magnetventile und auch hinten in der Ecke mein TDS-Meter, mein smartes, was mir dann anzeigt, ob ich dementsprechend gut produziere, ja oder nein. Ja. Weswegen wir hier unten sind, ist aber eigentlich, was schafft die Anlage? Und genau das wollen wir jetzt im Endeffekt hier mal demonstrieren. Ich habe jetzt hier einmal den Hahn genommen, der direkt hinter der Anlage hier abgeht. Hier rüber, der eigentlich zu diesem Wasserhahn hier hingeht, der übrigens nicht mehr im Lieferumfang enthalten ist, weil viele brauchen den halt nicht. Ich habe ihn gebraucht, habe ihn hier schön verbauen können. Ist eine praktische Sache. Wer ihn braucht, kann im Endeffekt auch günstig im Netz nachkaufen. Ja. Wir wollen im Endeffekt jetzt hier einmal testen, grob testen, was bringt die Anlage direkt hinter dem
hinter der Anlage und einmal direkt hinter dem Harz. Und das machen wir jetzt nacheinander. Ich habe alles soweit vorbereitet, wir können direkt loslegen. Also, genau, hier fällt alles runter. So, hier oben ist mein An und Aus und das Wasser wird hier direkt laufen. Alles andere ist zu und Start. Gerade hier das Abwasser hier hinten. Nicht richtig versteckt. Und die Zeit läuft. Ihr hört selber, die Anlage ist schön leise. Das Lauteste hier unten ist das Abwasser. Wir sind bei knapp 600 Milliliter bei 30 Sekunden. Noch 15. Und hier muss ich jetzt tatsächlich hingehen und den Hahn bei einer Minute zumachen, weil ich nämlich hier an diesem Auslauf keine Magnetventile dran habe. Und die Minute ist um. So, Anlage baut jetzt noch weiter Druck auf und schaltet sich ab. So, gehen wir hier mal auf Stopp. Und wir haben hier 1,3 Liter die Minute. 1300, 1350, das ist so der Dreh, den die Anlage eigentlich schaffen sollte, um ihr Maximum zu erreichen. So, jetzt gehen wir mal eben kurz hin, rechne ich euch direkt um. 1,3 mal 60 mal 24 macht 1872 Liter. Also sie liegt nur 30 Liter unter dem Soll. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. So, jetzt gehen wir erstmal hin. Stelle ich die Verbindung erstmal wieder hier. Nee. Hinten rum. Damit auch alles wieder so angeschlossen ist. Hähnchen auf. Ja, ihr seht hier. Funktioniert. So. Das Gute kann weg. Das war jetzt Punkt 1. Und jetzt gehen wir hin und nehmen das Wasser. Das muss ich hier festmachen, ansonsten geht es raus. Nehmen das Wasser, gehe ich mal kurz hier rüber, direkt hinter der Anlage. Also geht hier geht es in die entsprechenden Filter rein, durch die beiden Schläuche durch und kommt hier hinten wieder raus. Wird einmal hier abgegriffen für die Auffüllung hier, die ich jetzt da abgegriffen habe. Und hier das gleiche Spiel, einmal nach oben weg, um die Versorgung oben zu gewährleisten. Ihr seht hier, TDS-Meter, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, null. Ja, war sehr wichtig. Und jetzt gehe ich hin, einmal löschen. Und es wird jetzt ein kleines bisschen mehr Wasser rauskommen, weil die Anlage jetzt hier unter Druck steht. Ja, die hat den Druck jetzt aufgebaut und ich gehe jetzt im Prinzip hier hin und öffne das Ventil, was direkt da rein produziert. Also die Anlage fängt nicht bei Null an, sondern sie hat schon einen Grunddruck aufgebaut und wird wahrscheinlich jetzt im Endeffekt ein kleines bisschen mehr. Aber wir werden sehen. 3, 2, 1, meins. Ja, 2 Sekunden nachlaufen lassen. Ich muss mal eben kurz ein Handtuch haben, weil ich schon wieder am Schwitzen bin. Ich weiß zwar nicht mal was, wahrscheinlich Angstschweiß, dass es hier alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und es wird immer noch null produziert. Ja, sieht man. Und hier kann ich dann auch direkt gleich hingehen und den Hahn zudrehen. Dann haben wir auch eine exakte Menge. Wie gesagt, ich lasse noch 2 Sekunden nachlaufen. Jetzt. So, Anlage schaltet sich wieder ab. Uhr können wir stoppen.
Den Schlauch kann ich jetzt wieder hier unten an mein Osmosefass anschließen. Seht ihr leider nicht. Da ist wieder ein Schwimmer drin. Mache ich gleich einen Deckel drauf. So, was haben wir produziert? Hinterm Harz tatsächlich fast das gleiche. Wir sind bei charmanten, ja, 1250, sag ich mal. 1240, 1250. So, und das hinter der Harzkartusche auf gleicher Ebene. Also 1250 mal 60 mal 24 macht 1800 Liter. Also voll im Soll. Und Produktion da hinten dementsprechend dann, wie ihr seht, das TDS-Meter, alles okay. Und das Verfärberharz links aus, für euch gesehen, rechts außen, zeigt mir halt an, wie der Durchsatz in Sachen Silikat ist. Das ist ein bisschen teurer, ja, ist richtig. Aber im Endeffekt kann ich da jetzt im Vorfeld schon sehen, wenn ich da mit der Taschenlampe hingehe und mir das genau angucke, weil so sieht man das relativ schlecht, kann ich sehen, wenn es sich verfärbt hat, ist die entsprechende Kartusche hier vorne und die Kartusche da hinten dann verbraucht, ja oder nein. Ja, alles in allem war es das hier unten. Wir gehen wieder hoch. Ja, was soll ich sagen? Leistung, die überzeugt. Es ist im Endeffekt so, dass die Anlage das hält, was sie verspricht. Sie arbeitet vernünftig. Da kann man mitarbeiten, definitiv. Also auch das Abwasserverhältnis, was wir jetzt unten nicht gemessen haben. Aber das passt. Also 1,1 bis 1,1 zu 1,5. 1 zu 1 bis 1 zu 1,5. So, jetzt haben wir es. Ist im Endeffekt tatsächlich erreichbar. Je nach Wasserqualität, Temperatur, Druck etc. Ja, also das sind so Faktoren, die halt natürlich mit reinspielen. Ihr habt gesehen, hier oben lag das Ganze so bei ungefähr 1200, 1300 Liter, was hier ankommt. Das ist der erste Punkt. Das ist schon mal gut. Was hatten wir noch? Unten hat die dann direkt hinter der Anlage, ja, 1870 Liter hochgerechnet auf den Tag gebracht. Wahrscheinlich, wenn es konsequenter oder länger läuft, lässt sich das genauer auslittern. Das war halt jetzt nur eine Minutenaufnahme. Und direkt hinter der Kartusche hat die Anlage auch nicht wirklich so hundertprozentig gestört, obwohl es zwei Kartuschen sind, die da hinterhängen. Das waren wir auch noch bei 1800, ja, ungefähr 1800 Liter. Ja, was soll ich groß sagen? Genau, verbraucht der Filter. Habe ich einmal schon die kleinen Filter gewechselt, also Feinfilter, Kohlefilter, Kohlefilter. Membran ist noch die erste, also die erste der zweiten Anlage, weil die erste Anlage ist ja zurückgegangen, weil mit der was nicht in Ordnung war. Also Membran ist noch nicht fällig, alles andere zeigt mir die Anlage ja an. Wenn Sie das gerne gewechselt haben möchte, dann fangen da oben die Lämpchen an zu blinken. Ja, alles in allem kann ich sagen, von mir definitiv eine klare Kaufempfehlung, was natürlich ein klein bisschen Wermutstropfen ist. Und das muss ich jetzt hier auch mal offen und ehrlich sagen. Das ist natürlich eine Anlage, wo ich jetzt, ich habe es auch noch nicht wirklich nachkontrolliert, aber ich weiß zumindest von der Membran, müssen wir die Originalmembran natürlich bei AK kaufen. So, jetzt gibt es natürlich hier Sparfüchse unter uns, die versuchen natürlich was anderes einzusetzen. Das funktioniert mit dieser Anlage tatsächlich nicht, weil es halt die Original sein muss mit diesem entsprechenden Bajonettverschluss. Habe ich noch nicht anders gefunden. Sollte das jemand gemacht haben, dann kann er sich ja gerne mal bei mir melden. Wäre interessant, nice to know. Und bei den Feinfiltern und Kohlefiltern habe ich jetzt auch nicht genau geguckt. Da, die sind ja im Prinzip austauschbar. Ihr kauft ja im Prinzip nur die Inlays von diesen Filtern. Das ist eine Sache, die mir natürlich so ein kleines bisschen so als User, ja, man kriegt so ein kleines bisschen vorgeschrieben, wo man zu kaufen hat. Ist eine Sache, die mir so ein bisschen auf den Magen schlägt, ist natürlich gut für die Firma Aker, klar, logisch. Die verkauft dann natürlich ihre Produkte, das will sie natürlich, ist verständlich, will jeder. Aber im Endeffekt, ja, das ist so ein bisschen der kleine Wermutstropfen dabei. Die Membran liegt bei ungefähr 90 Euro und die Kartuschen habe ich jetzt gerade jetzt nicht
nur zwischen 25 und 30, aber das sind hier, glaube ich, vollständige. Also wir brauchen ja nur die Inlays. Ich gucke mal, ob ich euch noch die Preise nachreichen kann. Fakt ist aber, die Anlage ist mittlerweile auch günstiger geworden. Einerseits, wie ich euch eben schon gesagt habe, sie haben diesen Edelstahlhahn da rausgenommen. Das macht natürlich viel am Preis wegen Rohstoffe etc. Nein, so teuer war es nicht. Also in der Regel steht die Anlage hier zwischen 300 und ich, was habe ich jetzt hier? 280, zwischen 280 und 300 Euro. Die nackte Anlage, also sprich ohne Zusatzfilterung. Dann gibt es dann auch noch Angebote, sehe ich jetzt hier gerade. Mit der entsprechenden Harzkartusche, mit der vierten Harzkartusche und dem Harz dahinter. Dann liegt das so um die 440 Euro. Ist eine Anschaffung, die aber definitiv sein muss. Unter 4 Liter Harz würde ich definitiv diese Anlage nicht betreiben, weil halt der Wasserdurchsatz so hoch ist. Da sind diese 4 Liter ein Muss. Also das ist für mich der Minimumwert, weil so viel Liter wie diese Anlage hier tatsächlich produziert, die müssen ja auch irgendwie gereinigt werden. Die müssen auch eine Zeit lang Kontakt mit dem Harz haben. Und das Harz muss die Zeit haben, dann dementsprechend hinzugehen und das Material rauszuziehen. Kann ich euch mal eben einblenden, meine letzte ICP hier drüber über diese Anlage. Alle Werte auf Null, so wie sich das gehört. Also sprich, der Aufbau, den ihr jetzt eben unten im Keller gesehen habt, ist definitiv so okay, holt mir alles raus, was ich rausholen muss. Und wie gesagt, ich habe ja das Indikatorharz nachgeschaltet, um zu gucken, wann ist dann dementsprechend die Aufnahmekapazität des Harzes für Silikat. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir dahinter unter anderem das Harz noch hinterpacken, weil Silikat halt durch Umkehrosmose nicht rausgefiltert wird und wir dieses auch nicht messen können. Ja, das ist auch noch nice to know. Nicht nur nice to know, es ist wichtig. Die Anlage holt bis zu 99% der entsprechenden Schadstoffe bzw. entsprechendes Material aus dem Ausgangswasser heraus. So, jetzt haben wir schon wieder natürlich eine Einschränkung, Ausgangswasser. Ich habe hier einen Leitwert beim Eingang ungefähr von 250 bis 300. Und raus kommt hier tatsächlich bei der Anlage ein Leitwert von 19. Das heißt also, die holt schon verdammt viel raus. Aber der Rest ist halt noch drin. Also was da jetzt noch tatsächlich drin ist in diesem Leitwert von 19, habe ich noch nicht nachprüfen lassen. Wäre mal eine Idee, da mal eine ICP für zu verschwenden. Arca schickt mir mal irgendeine ICP zu, damit wir das mal genau rauswählen können, was hier bei mir rausgefiltert wird. Nein. Also ein Leitwert von 19 kommt direkt hinter der Anlage raus, ohne das Harz. Und nach dem Harz habt ihr jetzt selber unten im Keller gesehen, ich hoffe, das konnte man sehen, mein Leitwert-Messgerät hier von Dings, das Smarte, was ich hier habe, hat tatsächlich eine 0 angezeigt. Und das ist auch so Fakt, dass die Anlage produziert dann dementsprechend hinter dem Harz alles rausgezogen. So, aber wie gesagt, Silikat können wir tatsächlich nicht über ein Leitwertmessgerät messen. Das müssen wir entweder über einen separaten Tröpfchentest machen oder dann halt, wie ich es jetzt gemacht habe, mit dem Klarglasfilter und dem Indikatorharz. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Klare Kaufempfehlung von mir für diese Anlage. Sie ist formschön, man kann sie sich sogar in die Küche hängen oder ins Bad. Ihr habt selber gesehen, also das Ding funktioniert wirklich so, wie es soll. Selbst Robert hat jetzt kein Aquarium mehr, aber er hat sich diese Anlage geholt und hat auch gesagt, ja, funktioniert einwandfrei, funktioniert super. Und direkt hinter der Anlage, also er geht es halt nicht hin, um das Ganze fürs Aquariumwasser zu benutzen, sondern die benutzen tatsächlich Kaffee etc. pp. Die benutzen nur Osmosewasser und da leistet die Anlage auch das, was sie soll. Ja, was soll ich noch groß sagen? Nix, ne? Also ihr habt es gesehen, der Beweis ist erbracht. Ich habe es eingeblendet. Das Wasser ist clean, mit der entsprechenden Nachbehandlung mit Harz. Also, was soll ich noch groß sagen? Am besten nichts mehr. Video ist lang genug gewesen. In diesem Sinne, vielen Dank
an die Firma Aker, die mir diese Anlage hier zur Verfügung gestellt hat. Und nochmal an die entsprechende Unterstützung, weil am Anfang hatte ich ja Probleme gehabt, was wir dann in Zusammenarbeit mit der Firma Aker dann rausgefunden haben, warum, weshalb, wieso. Ja, und an euch da draußen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sollte euch dieses Video gefallen haben oder auch nicht, macht einen Daumen, denkt ans Däumchen und in diesem Sinne einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Bye bye.